Mal kurz, wenn ich scheinbar kompliziertere Funktionen habe und die Flächen unter diesen Graphen irgendwie ermitteln will und die Aufgabe hieß ursprünglich f von x ist e hoch 3x plus 7 und da von 2 bis 3 bis zur x-Achse runter die Fläche zu ermitteln. Ja, mein Gott, dann machen wir das einfach, dann schreiben wir das so hin und dann legen wir los. Die Waffen haben wir. Das wäre nicht das Problem. Oder die Funktion heißt 3,17 hoch 4x. Ja, bis zur x-Achse runter in den Grenzen von 8 bis 10. Ja, dann schreiben wir es hin und legen los. Und so weiter und so fort. Anderer theoretisch komplizierter Fall, nehmen wir an, die Funktion heißt g von x und heißt Sinus x. Und gesucht ist wieder bis zur Abszisse nebenbei. Die x-Achse heißt auch Abszisse. Also bis runter zur Abszisse. ABS-Zisse. Und nebenbei die y-Achse heißt Ordinate. In den Grenzen von 0 bis 2 Pi. Wenn ich das skizziere, Sinus x, ganz normale Sinusfunktion, die geht maximal bis 1 hoch, bis minus 1 runter, und ich will nicht die Fläche, sondern ich will die Flächenbilanz, dann ist das 0. Wenn ich aber die echte Fläche bilde, naja, nehme ich die Summenregel, ich kann die Integrale einzeln bilden, nämlich von 0 bis Pi und von Pi bis 2 Pi, aber da hier ein Minusbetrag rauskommen wird, muss ich das in Betrag Striche setzen und dann habe ich das Gleiche. Dann kriege ich die echte Fläche raus. Also das ist dann die echte Fläche. Echte Fläche. Echte Fläche deswegen, weil ich hier Betragsstriche gesetzt habe. Aufgesplittet. Ne? Summenregel. Integral von hier bis hier plus von hier bis hier allerdings dieses hier unten, das muss ich praktisch nach oben klappen sozusagen. Jetzt haben wir uns mal was anderes vorgenommen. Wir haben uns hier eine Funktion vorgenommen, die heißt jetzt hier p von x ist gleich x² plus 2 durch x. Gesucht ist wieder die Area bis zur Abszisse runter von in den Grenzen von 3 bis 5. Naja, gut, haben wir losgelegt, haben wir gesagt, dann schreiben wir das erstmal um. Das gefällt uns hier überhaupt nicht. Wir versuchen erstmal diese Definitionslücke bei 0 zu beheben, obwohl die uns nicht jucken wird. Guckt mal, von 3 bis 5 geht das. Das geht also weit nach der 0 los. Gut, schreiben wir p von x so um, kürzen, dann haben wir x plus 2 durch x, anders gesagt x plus 2 mal x hoch minus 1. Das in den Grenzen von 3 bis 5. Wir müssen nicht mal substituieren. Warum? Weil mit solchen einfachen xen kann man umgehen. Das x aufgeleitet ergibt x² halbe plus und jetzt 2 mal, das hier die 2, die bleibt. Und wenn ich das aufleiten würde, bekäme ich hier oben eine 0 und müsste durch 0 teilen. Also das war ja diese Sonderregel ln x. Grenzen von 3 bis 5. Das eingesetzt ist überhaupt kein Problem mehr. Das machen wir jetzt noch. Also hier unten, das wäre dann schon fast die Lösung. Denn das kann man jetzt in den Taschenrechner bequem eintippen. Da ist nichts irgendwie auszuklammern oder sonst was. Oder das tippt man ein. Das sind 12,5 mal 2 mal ln5 kann man eintippen. Das sind 4,5. Ich würde es bloß noch mal notfalls hinschreiben. Aber wenn man schön mit Klammern beim Taschenrechner arbeitet, ist das kein Problem. So, und jetzt kann alles Mögliche noch kommen. Wenn man sich die Videos nochmal durchguckt, wenn man das alles geübt hat, dürfte eigentlich nichts Überraschendes mehr passieren. Ich schließe das Video hiermit ab.